Wir sind Ricky, Friede, Pini und wir nehmen euch mit in unsere Elternzeit. Fazit von dem heutigen Tag bis jetzt. Alles super. 32 Grad. Wir haben 8000 Schritte weg. Das war nicht die Welt, aber ein bisschen was über 8000. Wir hatten einen super schönen Stellplatz. Sehr ruhig. In unserem Fall kostenlos. Mit kostenlosem WLAN. Da konnten wir mal ein paar Sachen hoch und runter schieben. Jetzt haben wir uns eben auf die Route in der Verdun-Schlucht begeben und schauen uns mal diesen Spaß hier an. Wir haben jetzt vor uns, gut, das sind jetzt Zwischenziele hier im Navi, knapp was über einer Stunde, die wir jetzt hier so ein bisschen durchs Gebirge gurken. Wir waren in der Stadt oben, das kann man wirklich jedem nur empfehlen, das ist eine super schöne Stadt. Geht zwar ein bisschen hoch und runter, also wenn man ein bisschen schwer auf die Beine ist, dann könnte das sehr anstrengend sein, aber wenn man noch locker und luftig da rumschweben kann, dann sollte man das tun. Gutes Schuhwerk, ja. Nur zu empfehlen. Genau, festes Schuhwerk ist am besten, wenn man mal hoch macht. Ja, wir haben das Fahrzeug jetzt nochmal leer gemacht. Toilette leer, Wasser leer, ich hatte ja heute früh schon mal Toilette leer gemacht, aber wir haben gesagt, wer weiß, wo wir uns jetzt abschmeißen. Heute ist der Pfingstsonntag, der 5. Das heißt, wir müssen erst in 3 Tagen auf unserem Campingplatz sein. Und der ist nur noch, also von dem Spot, wo wir jetzt hinfahren, von da dann nur noch 75 Kilometer entfernt. Also auch nicht mehr der große Ritt. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass wir uns jetzt gleich dort was suchen werden noch. An Stellplätzen oder irgend sowas. Wir haben jetzt noch 50 Liter Wasser ungefähr mit, plus 20 Liter im Reservekanister. Reicht für Duschen und Aufwaschen. Reicht für alle Duschen und Aufwaschen, genau. Für einen Tag. Ungefähr. Wenn man ein bisschen sparsam ist, im Herbst oder so, da wo man sich nicht ganz so tot schwitzt, dann schaffen wir es auch mal 3 Tage mit so einem Tank. Aber mit dem Reservetank, wenn wir den jetzt anreisen müssten, dann ist es auch nicht das Problem. Ja, ansonsten genießt ein bisschen die Fahrt. Wir werden 2-3 Mal reinfilmen. Wir haben insgesamt jetzt in der Stunde 3 oder 4 Spots, an denen wir anhalten werden. Und dort selber auch mal die Aussicht genießen werden. Ja, und im Moment sind wir ein Verkehrshindernis, weil hinter uns sich die Autos und die Motorräder tümmeln und uns hinterher gucken müssen. Weil hier überholen ist nicht ganz so optimal. Wie ihr seht, geht es hier schning, 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 schning. Erstmal ein Stück weit nach oben. Unsere Automatik macht auch nicht das, was sie soll. Schaltet immer schön hoch im dritten Gang. Die
die werden wir jetzt gleich mal ausmachen und im zweiten Gang bleiben. Irgendwo klingelt es hier. Ach, warte, bitte. Pepina? Hä? Mach's einfach leise. So, raus. Jetzt bleiben wir mal im zweiten Gang erstmal ein Stück. Selber schalten ist manchmal besser. Gerade wenn es so hoch und runter geht. So Schatzi, hast du noch irgendwas zuzufügen? Nein. Außer dass wir schon wieder ein neues Brot gekauft haben. Wir waren beim Bäcker. In der Boulangerie, haut es hin? Keine Ahnung. Ja. Wenn man dann gleich mal darüber guckt, auf die Seite, da könnte jetzt gleich die See rausblinzeln. Blinzelt hier nur der Wald. Ja. Die Nacht war ruhig. Wir haben gut geschlafen. Ich bin sehr zeitig aufgestanden heute Morgen, weil ich noch von von dieser Stadt eben, wo wir gerade waren, noch ein Video machen wollte. Thank you.
stehen wir am Point de Vue. Und dort lungert jemand im Wohnmobil ab. Huiuiui, geht's hier weit runter. Klasse. Einfach klasse Aussicht. Da weiß man gar nicht so richtig, was man sagen soll. Und dort drüben, im Fels, da macht wohl jemand einen Klettersteig. Ich guck mal, ob ich bis da ranzoomen kann, dass was wird. Thank you.
Schachtelmassage. Hupen, das heißt Hupen. Hupen? Ja, das ist ein Hupsignal. Im Tunnel nochmal Hupen. Mein Kind genervt. Ich will ins Wasser, ich will ins Wasser, ich will ins Wasser. So, naja, jetzt sind wir ein bisschen durch den Berg gefahren und haben uns hier eine Stelle gesucht, wo wir ein bisschen planschen können. Jetzt natürlich hier direkt ab und da gehen wir jetzt mal runter. Abgeparkt und völlig gestresst steht der Fritz Fridolin da oben und da geht es jetzt mal runter ans Wasser. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier so gestaltet. Ein Flüsslein. Eine Brücke. Na? Warst du schon mal am Fluss? Einmal? Denk dran, wenn du hier zu weit reingehst, bist du weg. Ich hab gesagt, hier für die Steine sind ganz auf das Vorlauf. Du hier aufräumen? Steine. Suchst du was? Mama. Da hinten unter der Brücke. Und mein Schatz, wie weit bist du? Viel weit. Hast du es gleich geschafft? Nein, nicht immer nah. Aber fliegt schon besser.
erzähle mal, wie dein Badeerlebnis war. Kalt, wir haben einen Staudamm höher gebaut. Einen Staudamm? Boah. Hast du die Drohne gesehen? Der hat da hochgeblutet bei der Brücke. Ja, bin ich drüber gejodelt. Nimm das einfach so mit rein, schmeißt es da drinnen hin. Hab immer noch eine blaue Zunge. Ja, willst du den Bademantel fahren? Ziehst du nur eine Schlippi an? Ja. Und gut. Na? Und dann geht's los. Geht's Abi? Möchte ich vielleicht noch Abina. Einen drunter ziehen. Ja, okay, gut. Na dann. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Reise weitergeht, abonniert unseren Kanal.